Herr Linde, wir haben gestern so ganz kurz darüber gesprochen, als was du dich beschreiben würdest. Was machst du? Ja, jetzt ganz im Ernst, was machst du? Was mache ich? Ja. Also ich bin Fotokünstlerin, ich bin Filmerin, ich bin Autorin, ich bin, was bin ich denn noch? Ich glaube, ich bin noch einiges mehr. Eine sehr nette Person. Gut, jetzt mal ein bisschen ernsthaft über deine Arbeiten, die du hier, du hier zeigst. Einmal Spuren der Macht. Spuren der Macht, ja. Sehen wir oben die Porträts, was heißt Porträts, die Statements, würde ich eher sagen, von Angela Merkel zwischen 1991 und 2006. Acht. Wie lange geht die Serie noch weiter? Ich fotografiere Angela Merkel immer noch. Und es soll weitergehen, bis sie nicht mehr Kanzlerin ist. Aber diese Bilder, die jetzt entstanden sind, die letzten Jahre, werden veröffentlicht werden, wenn am Ende ihrer Legislaturperiode als Kanzlerin sozusagen. Das ist dann der Abschluss. Dann sollen sie öffentlich werden. Aber ist es nicht interessant eigentlich, du hast sie ja porträtiert, bevor sie Kanzlerin war. Warum soll das aufhören, wenn sie dann quasi out of power ist? Naja, ich werde wahrscheinlich Gerhard Schröder zum Beispiel, unseren früheren Kanzler, habe ich 15 Jahre lang fotografiert, auch von 1991 bis zum Ende der Kanzlerschaft und dann nochmal ein zusätzliches Jahr, damit man sieht, gab es noch eine Veränderung. Und es gab tatsächlich noch einen großen Sprung vom letzten Jahr der Kanzlerschaft, da sieht man ihm wirklich den Stress wahnsinnig an. Und dann ein gutes Jahr später hat er sich wieder verändert und wurde etwas entspannter und lockerer. Also ich habe immer noch ein Jahr dazugegeben, damit man sieht, was für einen Sprung gibt es denn nach der Kanzlerschaft. Und wie hat die ganze Serie überhaupt ihren Ursprung, also überhaupt angefangen? Wann hast du damit angefangen? Mit wie vielen Politikern? Ich habe 1991 dieses Projekt Spuren der Macht angefangen. Und ich habe mir 15 Persönlichkeiten ausgesucht, die neu in ein hohes öffentliches Amt gekommen sind und wo ich glaubte, dass sie noch Zukunftschancen haben. Und ich habe noch dazu zwei Vorstandsvorsitzende ausgewählt, damit ich sehen kann, gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die in der Politik sind an der Spitze oder in der Wirtschaft an der Spitze. Also da gibt es einen Unterschied. Inwiefern? Ja, ein Politiker muss eitel sein und fast ein Exhibitionist sein. Also Renate Schmidt sagte einmal, Politiker sind eitler als andere Menschen, sonst würden sie gar nicht so viel aushalten. Und sie müssen eitel sein und so exhibitionistisch, weil sie sich täglich physisch verkaufen müssen. Also sie müssen ins Fernsehen, sie müssen raus, sie müssen sich präsentieren, sie müssen überall da sein, weil sie ja sich zeigen müssen und dann auch wieder gewählt werden wollen. Und sie werden nur wieder gewählt, wenn sie in den Köpfen präsent sind, wenn sie rausgehen und sagen, hier bin ich, das habe ich alles gemacht. Ein Vorstandsvorsitzender muss immer wissen, dass der Name der Firma bereits existiert hat, vor er erschienen ist, und der Name der Firma wird auch bleiben, wenn er schon lange nicht mehr da ist. Das heißt, er muss sein Ego zähmen, zurücknehmen hinter dem Namen der Firma. Dagegen ein Politiker muss immer sagen, ich bin der Tollste, ich bin der Größte, ich mache alles wunderbar. Das ist interessant, ich hab so wirklich noch nie gedacht. Was ist, wenn wir jetzt aber über Künstler und Künstlerinnen nachdenken, wo würdest du die, das ist bei denen ja auch so, wenn ein Künstler nicht öffentlich ist, ist er ja auch ganz schnell wieder weg von der Bildfläche. Wie inszeniert sich dann? Aber ich muss mich nicht in meiner Person inszenieren. Ich kann durch meine Arbeiten, das heißt, was ich an Bildern kreiere und über die Bilder Menschen erreiche, kann ich sozusagen mich weiter transportieren. Also ich habe das gesehen, wie ich im Martin-Gropius-Bau die große Ausstellung hatte. Da haben mich Leute angeschrieben oder angerufen oder einen Fax geschickt. Ich habe in dieser Ausstellung gelacht und geweint. Und das ist das Irre, wenn ich überhaupt nicht physisch präsent bin, aber nur durch meine Werke, dass ich Menschen emotional so erreiche, dass in ihren Köpfen und in ihren Emotionen sich was tut.
Ich habe das ja auch, als wir uns in München in deiner Refugees-Ausstellung im Literaturhaus München getroffen haben, kam ja sofort, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, eine Besucherin auf dich zu. Was wollte sie nochmal, ein Autogramm? Nein, sie hat gesagt, ich habe noch nie so etwas Emotionales in meinem Leben irgendwie gesehen. Ja. Passiert dir das öfters? Das passiert öfter, dass Leute tatsächlich sagen, ich hätte sie tief berührt und ich hätte ihnen was gegeben. Und ich, und es muss irgendetwas in meinen Bildern sein. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Aber dass da etwas ist von meinen Gedanken oder meinen Emotionen, die dann tatsächlich transportiert werden. Kleiner Schnitz, gestern bei der Eröffnung, rein protokollarisch hat der Stadtrat für Kultur die Ausstellung eröffnet und hat bei seiner Rede gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Kunst, bleib Kunst, kümmert um euch selbst und überlasst uns die Politik. Darum geht es ja hier auch in dieser Ausstellung weitestgehend. Ich habe ihm dann geantwortet, naja, das ist ein bisschen zu vereinfacht, so ist die Sache nicht. Wie hast du das empfunden gestern, was Herr Meiler-Pokorny gesagt hat, ohne ihn zu denunzieren? Also ich finde, dass er sehr eng gedacht hat, zu eng gedacht hat. Er kann einfach nicht so das sehen. Es wäre für ihn bequem oder für jeden Politiker bequem, wenn es so wäre, dass wir als Künstler uns komplett raushalten würden. Aber das ist es ja nicht. Wir Künstler sollen sozusagen manchmal das Salz in der Suppe sein und auch wirklich durch das, was wir an Gedanken in unseren Werken haben und in welcher Weise wir das ausdrücken, aber auch die anderen irritieren, zum Nachdenken bringen, aufrütteln, wie immer man das macht, aber nicht ins Tagesgeschäft gehen, das ist klar. Sondern es muss etwas Grundsätzliches sein, was eben mit unserem Status von, ich würde sagen, mit Menschsein und wie man zusammenlebt, verbunden sein muss. Also es muss etwas Grundsätzliches sein, aber ich finde schon, dass wir uns einmischen sollen, in dem Sinne, dass wir ein Statement geben über die Welt. Hat die Kunst sich mehr politisiert in den letzten Jahren? Sie fängt an, sich wieder zu politisieren. Sie war eine Zeit lang einfach ganz schwach und eigentlich nur hübsch. Vieles in der Kunst war in den letzten Jahren gut verkaufbar. Einfach nur schön. Und es fängt an, wieder politisch zu werden. Und ich habe den Eindruck auch, dass die Menschen wieder mehr aufwachen. Ich sehe es in Amerika auch, dass sie aufwachen. Und auch, dass die Kunst wieder politischer wird. Weil ich denke, es ist auch dringend, dass sie politischer wird wieder. Weil es Strömungen gibt, auch gegen die Demokratie. Und die Demokratie ist ein so wertvolles Gut, dass wir sie nicht einfach verspielen sollten und den Politikern überlassen sollten, dass sie sozusagen eliminiert wird. Was passiert von deiner Außensicht auf Österreich? Was passiert hier in Österreich? Du lebst nicht so weit weg von Österreich, also in München. Wie Neuwahlen, die hier stattfinden, jetzt im Oktober, zufälligerweise schließt die Ausstellung am Wahltag. Wovor sollen wir hier Angst haben? Vor dem schleichenden Rechtspopulismus und überhaupt so dann, dass man einfach sozusagen das als selbstverständlich wieder hinnimmt, dass es in einer Weise nach rechts geht. Nicht, dass eine Diktatur entsteht, aber ein bestimmtes Gedankengut sozusagen populär wird und auch akzeptiert wird. Und plötzlich etwas entsteht. Und ich kann nur noch mal sagen, auch in den 30er Jahren hat alles schleichend angefangen. Man hat ja gedacht, das ist ja nicht so schlimm. Aber wir sehen ja, zum Beispiel in der Türkei werden Journalisten, die kritisch schreiben, jetzt zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. In Ungarn wird versucht, eine Universität zu schließen, die sozusagen europäisches Gedankengut, also mehr Demokratie, also sozusagen lehrt. Und solche Sachen sozusagen, dass es nicht so weit kommt, darum muss man aufpassen. Und ich denke, Österreich ist da immer auch gefährdet. Um mit Merkel aufzuhören, eben kam auf der Süddeutschen Zeitung App, Merkel droht Erdogan, die deutschen Soldaten aus der Türkei abzuziehen. Was bedeutet das? Naja,
Also ich würde so sagen, die deutschen Soldaten in der Türkei waren natürlich nicht allzu aktiv. Das waren ein Symbol, dass sie dort sind und jederzeit sozusagen eingreifen könnten. Es war ja eine Spezialtruppe. Also ich glaube, es ist symbolisch gemeint, wenn sie sagt, wir ziehen die zurück. Türkei ist in der NATO, das darf man nicht vergessen. Die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Können wir unser Gespräch demnächst fortführen? Kannst du bis zum 15. Oktober nochmal wiederkommen? Dann machen wir eine Stunde lang Talk. Ja? Okay. Gut. Vielen Dank. Danke auch.